Fintory. Hey ho Leute, heute machen wir Folgendes, und zwar habt ihr da sicher schon, wie ich, von geträumt, seit prinzipiell iCloud draußen ist. Ihr kennt das Prinzip von der Dropbox. Ihr macht einfach eine Dropbox auf, schiebt die Dateien da rein, es wird gesynkt, ihr könnt es auf eurem iPhone anschauen, wunderbar. Das Ganze war mit iCloud nie verfügbar, es ist an sich eine Cloud und da sind die Dateien drin, aber vom Gefühl her hattet ihr nie wirklich Zugang dazu. Ihr könntet was abspeichern, ihr konntet ein bisschen was löschen oder so vom Prinzip her, aber ihr habt da nie wirklich so, ja, Ordnerstruktur, ihr könnt da reingehen, zack, das hau ich raus, da mache ich das rein, das da, läuft, das geht, ging nicht. Mit Yosemite soll dann im Herbst eine Änderung da reinkommen, und zwar mit der iCloud Drive könnt ihr dann das Ganze viel besser verändern, benutzen. Und wie ihr hier sehen könnt, ist jetzt meine iCloud Drive. Da sind dann in Keynote ist eine Datei zum Beispiel drin, in Pages sind einige Dateien drin. Und wenn ich da jetzt das anschaue und sage, hier, das brauche ich nicht mehr, kann ich einfach sagen, löschen, und das Ganze ist weg. Cool finde ich es auch, dass sowas wie Pixelmator drin ist. Da habe ich auch schon ein bisschen was rumgespielt. Und das ist natürlich jetzt gar kein Problem. Das ist ja auch einfach, ja, drinne in diesem Ordner. Ich kann es jetzt hier öffnen. Gar kein Problem. Hätte ich jetzt einen zweiten Mac, könnte ich dann einfach auch auf diese Ordnerstruktur zugreifen. Und es läuft einfach. Das Gute daran finde ich jetzt einfach, dass es wie die Dropbox funktioniert und es dann dazu auch noch integriert ist im System. Das finde ich nämlich ein ziemlicher Nachteil, wenn man sowas wie Dropbox dann hat. Das ist dann nicht ganz hundertprozentig drin, ist nochmal ein extra Programm und so ein Zeug. Und hier, das wird sehr klug ins System implementiert und dann läuft das einfach. Und hier ist es dann natürlich auch möglich, dass ich sage, ich will irgendeine Datei nehmen. Blumenwiese. Wir nehmen jetzt dieses Bild aus dem hier und wir tun es einfach in die iCloud Drive rein. Und jetzt kann ich dann einfach, hier steht schon dran, synchronisieren. Zack, läuft, und hab dann die Dateien drauf. Die Nutzung ist dann halt für andere auch ganz praktisch, also ich kann es dann hier auch freigeben, einfach so. Aber ich finde es einfach praktisch, ihr könnt eure Dateien so viel besser geordnet haben. Das Problem ist halt, iCloud Speicher kostet online halt schon ordentlich, finde ich. Also, naja, ist halt nicht gratis, ist natürlich klar, die zahlen da auch für ihren Server. Aber ich finde es richtig cool, mich freut es, dass es so funktioniert, auch jetzt schon. Und ich hoffe, euch hat es jetzt auch gefallen, und bis zum nächsten Mal.